Guten Morgen, liebe Mädels, hier ist die Jen. Und heute gibt es leider kein L-Beach-Video, so wie letzte Woche angekündigt, sondern doch erstmal auch ein Video zum Thema Klischee. Ja, was denke ich über Klischees? Ich denke eigentlich, dass Klischees, also und dass Leute auch in Klischees denken oder in Schubladen denken haben, dass das einfach ganz normal ist und dass es auch einfach gar nicht ohne geht. Es ist halt einfach normal, dass wenn bei irgendeiner Menschengruppe irgendwas häufiger oder regelmäßiger auftritt, als es vielleicht der Zufall mag, dass dann gleich das sich so einbrennt irgendwie. Und gerade bei Lesben ist es natürlich sicherlich auch so, dass viele Klischees auch noch von früher einfach so ja, hängen geblieben sind. Weil ich denke mal, dass von ein paar Jahrzehnten diese Klischees, die heute noch existieren, sicherlich auch gewollt waren. Dass es ja wirklich diese extremen Butchs und Femmes gab, die das ja auch so wollten, dass sie so gesehen werden. Und das hat sich sicherlich einfach bis heute so durchgezogen. Und ich denke einfach auch, dass es auch sicherlich auch heute noch einige gibt, die das wirklich auch so wollen, dass sie erkannt werden oder sich damit absetzen wollen. Ne? Also, ja. Und also das Klischee-Denken alleine oder was die Menschen so denken, das schwankt sicherlich auch ziemlich stark, einfach zum Beispiel auch zwischen den Menschen in einer großen Stadt zum Beispiel und auf einem kleinen Dorf, irgendwie so irgendwo in der Provinz. Also ich denke, dass die Leute in der Stadt sicherlich nicht mehr so viele Klischees haben oder diese Vorurteile, weil sie einfach auch mehr mit Schwulen und Lesben in Kontakt sind, als in so einem kleinen Kaff irgendwo im Nirgendwo. Da denken die Leute sicherlich noch ein bisschen krasser drüber. Hallo Audrey. Übrigens auch ein Klischee. Lesben haben Katzen. Das bediene ich. Ja. Dann habe ich mir noch im Internet geguckt, was so über Lesben und Klischees zu finden gibt und habe eine ganz interessante Seite gefunden. Und zwar ist das eine Umfrage unter Lesben. Die ist zwar von 2002, die Umfrage, also schon vor 8 Jahren, aber ich denke mal, das passt auch noch ungefähr. Diese Seite findet man unter lesbenumfrage.de. Und da wurden fast 1000 Lesben befragt und da kamen ganz interessante Ergebnisse raus, die darauf hindeuten, okay, so klischeehaft sind wir gar nicht mehr. Also zum Beispiel war da die Frage, welche Haarlänge man hat und nur 50%, also jeder zweite Lesbe sagt, okay, ich habe kurze Haare, das heißt, die andere Hälfte hat lange oder mittellange Haare. Also stimmt das mit den kurzen Haaren auf jeden Fall schon mal nicht. Okay, natürlich ist immer noch 50% immer noch sicherlich überdurchschnittlich, aber trotzdem hätte ich ja mehr erwartet. Also das fände ich schon erstaunlich. Ja, zum Thema Schminken. Da gab es das Ergebnis, dass nur 20% sich immer schminken und 36% schminken sich nie. Und die meisten, 43%, sagen, sie schminken sich manchmal. Ja. Dann gab es die Frage, ob das Äußere an das Aussehen anderer Lesben angepasst wird. Ne? Also, dass so vielleicht ein Stil kopiert wird oder so. Und da sagen 92%
Nee, das machen sie nicht. Nie. Hallo? Ihr Lügner, das stimmt ja wohl gar nicht. Also das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Also man ist ja wohl ganz deutlich immer zu sehen, wenn es irgendeinen Trend gibt, zum Beispiel mit diesen Frisuren. Okay, das ist auch fast so eine Frisur. Oder mit den Iros, die es vor ein paar Jahren mal gab und so. Also, das kann mir keiner erzählen, dass hier keine Stile kopiert werden. Also, Lügner, Lügner, Lügner. ja, und wenn es darum geht, wie man seinen Gaydar einschätzt, ob man andere Lesben erkennt, sagen die meisten manchmal. Klar, man kann ja auch nicht wissen, ob es wirklich immer zutrifft, wenn man denkt, das ist eine Lesbe. Also, ne? Und wohl dazu muss ich auch nochmal sagen, also da ist es doch eigentlich ganz praktisch, wenn eine Lesbe irgendwie klischeehaft auftritt oder aussieht oder also wirklich, ob es jetzt, ich meine, okay, allein im Aussehen oder in den Haaren wird man es wohl nicht immer erkennen, aber es gibt ja immer irgendwelche Erkennungsmerkmale, ob es jetzt die Haare sind oder die Klamotten, der Gang oder das Verhalten im Ganzen irgendwie. Irgendwo erkennt man dann ja, also irgendwo nimmt man das auf und dann tickt der Gaydar-Zeiger an und man denkt, okay, das ist eine Lesbe. Und das liegt ja wohl ganz eindeutig daran, dass wir uns auch der Klischees bedienen. Also von daher ist das ja eigentlich für uns auch irgendwie wieder eine praktische Sache, dass es das gibt, weil sonst würden wir unser Eins ja gar nicht erkennen. Das wäre auch schrecklich. Naja, ja. Das waren eigentlich so die interessantesten. Was vielleicht noch interessant war, ist, welcher Frauentyp bevorzugt wird. Und da sagen 34%, sie stehen auf Femmes und oder auf feminine Frauen und 9% stehen auf maskuline Frauen. Also denke ich mal, dass das sicherlich auch ein Grund dafür ist, dass ja, die Lesben und Frauen einfach immer femininer, so vielleicht prozentual gesehen, statistisch gesehen werden. Sicherlich ist da auch ein Auslöser, die A-Word, denke ich mal. Joa. Naja, und dann ist das ja das Thema Klischee ja auch gerade ein ganz großes Thema in der ganz aktuellen und neuen LL Mac. Und da gibt es ja auch einen Test, der heißt, wie Klischee bist du? Den habe ich mal gemacht. Und bei mir kam da raus, dass ich zu der Gruppe gehöre, Klischee-Hopping für Fortgeschrittene. Ja. Da steht dann sowas von wegen, dass ich eine Wandlungskünstlerin bin und gerne zwischen allen Rollenmodellen wandere. Heute mal feminin und dann aber auch mal wieder, ja, was steht hier? Ja, Poloshirts, Anzüge, Krawatten, also mal so, mal so. Ja, wie gesagt, einfach mal so, mal feminin, mal eher maskulin. Pff, ob das jetzt so zutrifft, ja, kann schon sein. Also ich würde sicherlich nicht im Cocktailkleid rumlaufen oder mir die Hochhacken anziehen. Also das bin einfach nicht ich. Also ich bin dann schon eher der T-Shirt- und Turnschuh-Typ. Aber ich war auch ganz knapp an der Grenze zur Klischee-Butch. Also ich hatte 55 Punkte und ab 59 gibt es die Klischee-Butch. Also von daher sieht man da schon eine ganz deutliche Tendenz. ja. Das war meine Meinung zum Thema Klischee. Ich fand es ganz lustig, wenn ihr, also ich denke mal, die meisten von euch werden auch die LMAC lesen. Ihr könnt ja mal schreiben, was bei euch da beim Test so rauskam. Und ja, also das LVG-Video, da gibt es dann auch noch bald von mir. Ich denke mal, vielleicht auch sogar am Wochenende schon oder so. Mal schauen, wie ich das schaffe. Aber auf jeden Fall gibt es noch ein LVG-Video, ich verspreche es. Und ja, wie immer, Kommentare sind immer gerne willkommen da unten. Und ja, wir sehen uns dann nächste Woche.
Auf Wiedersehen.